Hallo und wieder einmal willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich habe wieder einige Sachen aufgebraucht in der letzten Zeit, die ich euch gerne zeigen möchte, bevor sie in die Tonne wandern. Dieses Mal wird es wahrscheinlich nicht allzu lange dauern, weil das Körbchen nicht ganz voll ist, aber ich habe auch mal ein paar Sachen dabei, die ich nicht jedes Mal in die Kamera halte, wenn es um aufgebrauchte Produkte geht. Ich würde sagen, ich fange direkt an und zeige euch, welche Produkte ich seit meinem letzten Video aufgebraucht habe. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt gerne weiter mit dran. Ja, also hier ist mein Körbchen und ich fange direkt an und ziehe das hier raus. Das waren 140 Wattepads von Ebelin und das sind hoffentlich die letzten Wattepads, die ich gekauft habe, denn ich habe endlich eine Alternative gefunden, die ich jetzt anfangen werde zu testen. Und ja, dann schauen wir mal, ob es das wirklich war mit Wattepads. Übrigens fand ich hier das Muster sehr, sehr schön, das Design von dieser Verpackung. Aber gut, damit habe ich dann hoffentlich abgeschlossen. Als nächstes habe ich hier von Coquette feuchte Tücher mit Aloe Vera. Da waren 150 feuchte Tücher drin. Coquette ist die Aldi-Eigenmarke. Und die hatte ich immer, um Swatches von den Händen zum Beispiel abzuwaschen oder auch mal so die Hände zwischendurch mit einem Reinigungsmittel sauber zu machen, wenn wir zum Beispiel unterwegs waren beim Wandern am Wochenende oder so. Da habe ich mal welche in ein kleines Tütchen reingetan und die dann mitgenommen zum unterwegs die Hände abputzen und waren an sich sehr gut. Allerdings finde ich für meine Zwecke so eine Box mit 150 Tüchern viel zu viel. Die letzten habe ich tatsächlich jetzt weggeschmissen, die hier drin waren. Nicht, weil sie ausgetrocknet waren, auf gar keinen Fall, sondern weil da so viel Feuchtigkeit drin war, dass die angefangen haben, irgendwie eklig zu werden, so bräunlich verfärbt und so weiter. Und da habe ich die dann entsorgt. Aber nichtsdestotrotz ist das eine gute Möglichkeit. Kleinere Packung wird es für mich auch tun. Dann habe ich aufgebraucht von Isana 160 Wattestäbchen aus 100% Baumwolle. Wattestäbchen, habe ich schon ganz oft gesagt, brauche ich eigentlich immer für irgendwas. Ich bin da jetzt nicht unbedingt markentreu. Es kommt immer darauf an, wo ich gerade bin, wenn ich welche nachkaufen muss. Auch hier suche ich noch nach Alternativen für die verschiedenen Zwecke, für die ich Wattestäbchen anwende. Bin aber da noch nicht so ganz fündig geworden. Und ich fände es echt toll, wenn die mal nicht in Plastik verpackt wären. So, als nächstes haben wir hier eins. 2. Ja, diesmal sind es tatsächlich nur 2 von den Alterra Haarkuren mit Biogranatapfel und Bio-Aloe Vera für trockenes und strapaziertes Haar ohne Silikone. Alterra, die Naturkosmetikmarke von Rossmann, zeige ich euch eigentlich jedes Mal. Jetzt sind es wie gesagt nur 2 Haarkuren gewesen, die in letzter Zeit leer gegangen sind. Ich weiß, dass die dritte, die jetzt noch in der Dusche steht, auf dem letzten Tropfen hinkt und die neue schon parat steht. Aber die sind jetzt halt erstmal im Körbchen. Kaufe ich auch immer und immer und immer wieder nach, weil das einfach eine super Haarkur für meine Haare ist. Auch aufgebraucht ist ein Duschgel, in dem Falle von Alverda, eine Limited Edition, und zwar die Variante Salsa Beats Pflegedusche mit Bio-Hibiskus und Bio-Zimt. Fand ich eine sehr interessante Mischung und der Duft war auch sehr, sehr angenehm. Auch wenn es Salsa Beats heißt, durch diese Zimt-Beimischung fand ich das ein echt klasse Duschgel für den Winter, also für die kalte Jahreszeit. Würde ich direkt auch nochmal nachkaufen. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Sommer so gut finden würde, wie ich es jetzt gefunden habe. Aber momentan habe ich andere Duschgele in Verwendung. Muss ich mal gucken, ob es das beim nächsten Mal noch gibt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber war auch mal eine schöne Alternative zu denen, die ich sonst immer so kaufe.
Dann habe ich hier noch eine völlig verkorkste Tube von dem Alverde Styling Gel mit Bio-Lotusblüte und Bio-violettem Reis. Alverde wieder hier die Eigenmarke von DM. Das ist Härtegrad 4, sehr starker Halt für meine Naturwellen-Locken. Ich habe ja so einen Mischmasch auf dem Kopf zwischen Wellen und Locken. Und da habe ich auch schon die nächste in Benutzung und eine weitere steht auch schon wieder parat. Allerdings benutze ich in letzter Zeit nicht so viel Gel, weil ich gerade noch mit anderen Produkten rumexperimentiere. Und nichtsdestotrotz ist das ein sehr empfehlenswertes Haargel, wenn ihr Lockenköpfchen seid und gerne diesen Gelcast haben möchtet, diesen Gelkörper, der sich um die Locken legt, um die beim Trocknen in Form zu halten, probiert das gerne mal aus. Und es gibt bei mir zumindest mal keine Rückstände im Haar, wenn ich das Gel dann ausknete. So, was ist noch leer? Leer ist auch noch das Waschgel von Monique, das ich zum Gesichtwaschen verwende. Monique Feuchtigkeitswaschgel, 100 ml. Ich habe es heute mit der Aussprache. 100 ml. Für trockene Haut mit Bio-Avocadoöl und Bio-Olivenöl, habe ich euch auch jetzt schon das ein oder andere Mal gezeigt, verwende ich sehr gerne für meine ziemlich fettige Haut nach wie vor. Das trocknet meine Haut nicht aus und lässt sie eigentlich auch nicht weiter Öl produzieren. Also auch für mein Fetthäutchen ist dieses Waschgel für eigentlich trockene Haut ganz gut geeignet und es riecht auch gut. Und ist kostengünstig. Dann habe ich hier etwas, das kann man so meines Wissens zumindest im Moment nicht kaufen oder noch nicht kaufen. Und das ist dieses hier. In diesem Säckchen hat sich eine Seife befunden, eine Stückseife, die meine Nachbarin selber gemacht hat. Die hat so gerade ihr neues Hobby für Seifensieden entdeckt. Und hat mir eine Seife überlassen zum Ausprobieren. Die habe ich jetzt leer gemacht, aber ich habe das Zettelchen aufbewahrt, was für eine Seife das war. Und zwar nannte die sich Lemon Swirl mit Oliven, Reiskeim und Mandelöl, Zitrone, Kakao, Kurkuma und Titandioxid. Keine Duftzusätze, 7% Fettüberschuss, sehr hautpflegend. Ja, ja, ja und ja. Fand ich sehr angenehm. Ich habe sie im Badezimmer zum Händewaschen benutzt und vielleicht bekomme ich ja die ein oder andere Testseife nochmal von meiner Nachbarin überlassen. Aber das fand ich auch eine sehr nette Geste. Was auch leer ist und demnächst nachgekauft wird, wenn ich noch andere Produkte in der Kategorie aufgebraucht habe, ist das Kneipp Hautöl, Mandelblütenhautzart, Spezialpflege für trockene und sensible Haut. Das habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt oder zumindest mal erwähnt. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade dabei, weitere Hautpflegeprodukte, sprich Body Butter, Body Lotion etc. aufzubrauchen, die sich noch so in meinem Schrank befinden. Und dann wird das auf jeden Fall wieder nachgekauft. Auch mein Mann hat das in letzter Zeit sehr gerne benutzt für trockene Stellen. Und finde ich sehr schön und es ist ein super, super schöner Duft. Das Kneipp Hautöl Mandelblüte Hautzart. Bleiben wir in der gleichen Kategorie. Das habe ich jetzt schon geleert. Und zwar handelt es hierbei um eine Bodylotion von Sephora in der Duftrichtung Karamell. Die war so, so schön jetzt für den Winter. Ich hatte sie letzten Winter schon geschenkt bekommen. Und da war mir der Duft irgendwie zu stark und habe jetzt dann im vergangenen Herbst wieder angefangen, diese Bodylotion zu benutzen. Und dieses Mal hat mir der Duft eher zugesagt. Was heißt eher zugesagt? Ich habe ihn geliebt. Karamell. Und er hat auch relativ lange auf der Haut gehalten. Also wenn man das nicht mag, ist das vielleicht nicht so das Richtige. Ich würde es jetzt nicht nachkaufen, weil es keine Naturkosmetik ist. Wobei ich in letzter Zeit mehr und mehr Ausnahmen gemacht habe von der Naturkosmetik. Aber nichtsdestotrotz lege ich immer noch großen Wert darauf,
eher Naturkosmetik zu kaufen als konventionelle Dinge. Aber wenn ihr da keinen Wert drauf legt, wenn euch das egal ist, sehr schönes Produkt. Was ich auch aufgebraucht habe, ist ein Pröbchen. Und da weiß ich gar nicht, ob das tatsächlich Naturkosmetik ist oder naturnahe Kosmetik. Und zwar ist das ein Pröbchen Hyaluronsäurecreme von St. Bernhard. Sieht so aus. Die habe ich mir jetzt so die letzten paar Abende ins Gesicht getan, ins Gesicht geschmiert. Nicht zuletzt, weil ich auch mein Hyaluronsäure-Gel aufgebraucht habe. Das zeige ich euch gleich. Und ich probiere halt immer neue Sachen in Form von Pröbchen aus und möchte die Pröbchen natürlich auch nicht allzu lange aufbewahren, weil auch die haben natürlich ein Ablaufdatum und sind irgendwann nicht mehr gut. Ich fand diese Creme angenehm. Ich fand den Duft ganz toll. Ich kann ihn allerdings nicht festmachen, was das für ein Duft ist. Und ja, würde ich es mir jetzt kaufen? Ich weiß es nicht. Dafür hat das Pröbchen jetzt dann einfach nicht ausgereicht. Und ich sehe gerade, hier hinten drauf steht Originaldose mit 100 Milliliter 21 Euro. Wer mich kennt, weiß, dass ich ja so ein bisschen eher sparsam bin und nur für gewisse Produkte und Dinge wirklich viel Geld ausgebe. Meistens ist es auch eigentlich für andere Leute und nicht für mich. Aber ich finde den Preis schon ein bisschen hoch. Muss ich mal gucken. Vielleicht irgendwann. Ja, und dann, wo ich gerade davon gesprochen habe, mein Hyaluronsäure-Gel. Das hatte ich mir bei Ecoverde letztes Jahr bestellt. Ich glaube, das war schon im Sommer. Also es hat sehr, sehr lange gereicht. Ich habe es zwar mit Unterbrechungen benutzt, aber es ist jetzt leer. Es war sehr ergiebig, obwohl da nur 20 Milliliter drin waren. Ich zeige es gleich nochmal von nah, weil ich sehe, dass das hier total überblendet. Also das war Hyaluronsäure Gel 1%. Ich habe es pur verwendet und mir abends nach der Gesichtsreinigung auf das tonisierte Gesicht aufgegeben, bevor ich meine Pflege aufgegeben habe. Und obwohl es auch so lange gereicht hat, habe ich jetzt nicht wirklich irgendeine Wirkung feststellen können. Ich weiß, dass man Hyaluronsäure kontinuierlich über einen langen Zeitraum benutzen soll, um Resultate zu sehen. Aber wie gesagt, ich habe im Sommer damit angefangen, das hat total lange gereicht und ich habe wirklich eigentlich nichts gesehen. Und deshalb würde ich mir das jetzt auch nicht mehr kaufen. Ich zeige es nochmal. So sieht das aus. Dieses Töpfchen. Ja, würde ich nicht nochmal kaufen. Auch leer ist von Kadi das Pink Lotus ätherische, oder beziehungsweise es ist eine Aromatherapie mit ätherischen Ölen für Mischhaut. Da hatte ich mir wieder so ein Probefläschchen mit 10 Millilitern zugelegt, weil mehr brauche ich davon eigentlich nicht. Das hatte ich jetzt im Winter als nächtliche Gesichtspflege, abwechselnd mit anderen Gesichtspflegen. Finde ich sehr angenehm. Ich finde den Duft sehr angenehm, sehr beruhigend, schön für die Nacht. Und das werde ich mir zwischendrin immer mal wieder kaufen. Jetzt im Moment nicht und im Sommer mit Sicherheit auch nicht. Aber auch das ist eine Empfehlung wert. Und als letztes habe ich ein Parfum geleert. Von Calvin Klein, das Eternity Eau de Parfum Spray. Da waren 100 Milliliter drin. Das Fläschchen hatte ich letztes Jahr zum Geburtstag bekommen. Das ist jetzt leer. Wer mir schon länger zuschaut, weiß, das ist mein Signature-Duft, den liebe ich, weil ich da sehr gute Erinnerungen mit verbinde und benutze den schon seit über 20 Jahren, mit Ausnahmen, mit kurzen Ausnahmen, aber ansonsten habe ich den immer da und wechsle in letzter Zeit auch relativ selten den Duft. Die neue Flasche habe ich mir gekauft, selber mal, habe ich hier stehen, Moment. Und die ist auch schon ziemlich gut benutzt. Ich liebe diesen Duft. Ich liebe ihn. Und den kann man auch das ganze Jahr übertragen. Und mit dem Parfum ist auch mein Körbchen leer. Aber da lag noch was daneben. Ich
Kosmetiktücher, in dem Fall mal von Alouette, sprich auch wieder von der Rossmann Eigenmarke. 150 Tücher, zweilagig, habe ich ebenfalls leer gemacht. So, jetzt sind wir aber am Ende. Hier ist leer. Da habe ich nur ein Plastiktütchen drin als Auslaufschutz, falls da doch mal irgendwas raussifft. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt vielleicht einige interessante Produkte gesehen, die ich sonst nicht so regelmäßig zeige. Und lasst mir einfach eure Kommentare da, euer Feedback. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr irgendwelche Tipps für mich habt, was ich mal ausprobieren kann. Hauptsächlich natürlich in der Naturkosmetik. Und ich würde sagen, wenn ihr mögt, dann sehen wir uns wieder in meinem nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss!